Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu diesem Bloodborne Boss Guide. Und ja, dieses Mal geht es um die bluthungrige Bestie, ein Boss, der sehr schwer sein kann, insofern er Druck aufbauen kann. Aber das werde ich euch gleich nochmal genauer im Bosskampf erklären, zu dem wir jetzt auch übergehen. Bei diesem Boss solltet ihr immer versuchen, an ihm dran zu bleiben. Versucht, ihn nicht in die Position zu bringen, dass er vor euch steht, weil sobald er vor euch steht und das über längere Zeit, dann wird er so eine Attacke nach vorne machen, so einen Sprung, sage ich mal, der ist sehr schnell, den kann man sehr schwer ausweichen und wenn er einen erwischt, dann ist man instant vergiftet und das führt eigentlich in 99,99% der Fälle am Anfang zum Tod. Und da wir das nicht wollen, sollten wir das auf jeden Fall vermeiden. Im späteren Verlauf des Kampfes fängt er noch an, einen zu vergiften. Das macht er dann mit so, ja, dann explodiert er so, also er schreit und dann kommen diese Giftporen, gehen auf, keine Ahnung, was da passiert. Auf jeden Fall wird er dann in der Lage sein, euch zu vergiften. Das kommt nachher noch mit einem kleinen AOE-Effekt. Das heißt, um ihn herum ist so eine kleine Giftwolke, die euch stetig vergiftet. Das heißt, der Kampf sollte innerhalb eines gewissen Zeitraums beendet werden, da ansonsten ja ihr vergiftet werdet. Ihr könnt aber auch Gegengifte reinschmeißen oder euch von ihm fernhalten, insofern ihr fast oder kurz vom Vergiften steht. Das bleibt euch überlassen, wie ihr das macht. Sollte der Boss euch doch mal vergiften und euch, sage ich mal, oft genug getroffen haben oder ihr solltet lang genug in den letzten Phasen seiner Nähe geblieben sein, dann auf jeden Fall Gegengift reinhauen, auf Entfernung gehen, euch hochheilen und dann wieder den Kampf aufnehmen. Die meisten machen den Fehler, genau wie ich am Anfang, sehr hektisch zu werden und ja, da dieser Boss sehr aggressiv ist, führt das dann meistens auch zum Tod. Falls das Video geholfen oder gefallen hat, Däumchen nach oben nicht vergessen. Ich wünsche euch bei diesem Boss viel Erfolg und lasst euch von dem Gift nicht den letzten Nerv rauben. Bis denne und tschüss.